Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Digital Competence Talk. Ich freue mich ganz besonders, denn heute ist die Maxi Savas heute mit in der Leitung. Herzlich willkommen. Ich freue mich, denn auch gerade bei dir ist natürlich große Veränderung angesagt. Ja, du bist ja auch selbst als internationale Moderatorin überall unterwegs, auf großen Bühnen, Messen, Konferenzen, alles, was du machst. Was natürlich auch sehr viel mit dem menschlichen Kontakt zu tun hat, der jetzt ein bisschen außen vor ist. Erzähl mal so ein bisschen, wie sieht bei dir jetzt gerade die aktuelle Situation aus? Wie stark sind die Auswirkungen? Es ist was passiert, was vor 2 oder 3 Wochen noch keiner für möglich gehalten hätte. Das ist einfach eine verrückte Situation, die ich auch vor 2, 3 Wochen noch nicht für möglich gehalten hätte. Wenn mir jemand vor ein paar Wochen gesagt hätte, du, dir wird im März, April, Mai, also die Auslastungszeiten für Messe, für Events, es gibt so 2 Peak Points bei mir im Jahr. Wenn mir jemand gesagt hätte, du, die brechen dir komplett weg, ich hätte demjenigen einen Vogel gezeigt. Es ist unfassbar, wie schnell sich die Sachen auch entwickeln, wie schnell dieser Run ist, wie schnell sich da eine Hiobsbotschaft nach der nächsten irgendwie nicht nur in Deutschland, Europa, sondern ja eigentlich in der ganzen Welt festsetzt. Und das Ergebnis für mich sieht aktuell gerade so aus, dass wirklich alles storniert worden ist. Das heißt, ich bin inzwischen komplett zu Hause im Homeoffice. Die Zeit nutze ich natürlich, arbeite ganz viel nach, habe gerade mal ein Showreel neu geschnitten zum Beispiel. Und so ergeben sich aus einer echt miesen Situation dann auch wieder Chancen, hoffentlich. Ja, das ist ja auch das Spannende. Was glaubst du selbst, wo ist so ein bisschen die, vielleicht sogar die Chance der Krise auch für die Branche? Gibt es Themen, wo du glaubst, es wäre ganz schön, wenn die halt auch wirklich als Chance begriffen werden und danach auch vielleicht zur neuen Normalität werden? Auf jeden Fall. Also es gibt ja tatsächlich diese direkten Konsequenzen, die uns gerade auffallen. Die Straßen sind komplett leer auf einmal. Niemand redet mehr über Staus und über Berufsverkehr. Warum? Weil es keinen mehr gibt. Und das wäre natürlich schön, wenn sich sowas auf Dauer auch festsetzen würde. Das heißt, dass Firmen begreifen, dass zukünftig auch Homeoffice wirklich eine Option sein kann. Früher hieß es immer, nein, Homeoffice funktioniert nicht. Und auf einmal tun es alle. Etwas auch, das Firmen mit Sicherheit vor einer kurzen Zeit noch nicht für möglich gehalten hätten. Und das Wahnsinnige ist, es funktioniert von den kleinen Firmen bis hoch zu den großen, zum Beispiel Automobilfirmen wie BMW zum Beispiel. Und die halten ihre Produktion teilweise am Laufen, planen jetzt schon wieder weiter in die Zukunft und das alles von zu Hause aus dem Homeoffice. Das ist irre. Das ist es tatsächlich. Was glaubst du auf der anderen Seite, was ist eigentlich da gerade auch gebraucht? Also was glaubst du, welche Kompetenzen eigentlich jetzt gerade gefordert sind, auf die man jetzt besonders achten muss? Oder vielleicht, die man auch innerhalb der Krise eigentlich jetzt auch vielleicht ganz gut schärfen kann? Also eine Riesenkompetenz ist auf einmal, wenn man sich mit Meetings und Online-Meetings gut auskennt. Ich hatte nämlich gerade das Riesenproblem, dass ich das auf dem iPad gestartet habe. Jetzt halte ich mit einer Hand hier gerade irgendwie das iPad fest, um irgendwie klarzukommen und mit dir hier das Interview zu führen. Das sind so die Challenges, glaube ich, oder? Ja. Aber auf der anderen Seite, ja, da kommen wir auch überall drüber und ich halte es jetzt an der Seite fest und es funktioniert auch so einigermaßen, ja. Und wenn es ein bisschen wackelt, ist auch egal am Ende. Auf jeden Fall sich mit Technik noch weiter reinarbeiten, mit Technik auskennen. Was Wahnsinnige ist, auf einmal benutzen alle Teams und auf einmal benutzen alle Zoom-Meetings und Skype und es ist auf einmal komplett überlastet alles. Nicht nur das, gehen wir in den privaten Bereich zum Beispiel, dass das Internet, alles was gestreamt wird, dass die Leute, dass Politiker sogar dazu aufrufen und sagen, Leute, streamt weniger, nur wenn ihr was gucken wollt, dann tut es auch wirklich, weil unser Internet kommt nicht hinterher. Das sind schon so Momente, wo du denkst, was? Wo lebe ich denn hier? Ja, das ist auch ganz neue Erfahrungen, die man da irgendwie macht, die da irgendwie so, ja, uns irgendwie die Krise ja eigentlich aufwirft, ja. Auch Kommunikation ist ja eine ganz andere geworden. Ich meine, du bist es ja auch hauptsächlich gewohnt, Mensch zu Mensch zu kommunizieren oder auch mit einer Audience zu kommunizieren. Wie hältst du gerade Kommunikation, also auch komplett dann über Zoom-Meetings oder sonstiges? Hast du überhaupt schon mal auch eine virtuelle Konferenz? Hast du eine schon gemacht? Ist das überhaupt das Ding, wo du sagst, oh, da fühlst du dich wohl mit? Also tatsächlich ist es ja so, dass ich als Moderatorin, wenn ich mit Kunden spreche, dass wir nicht auf der Bühne erst anfangen zusammenzuarbeiten, sondern wir arbeiten ja wirklich schon ganz lange im Vorfeld zusammen. Da finden viele, viele Briefing-Calls statt und das wird natürlich auch immer mal wieder als Online-Meeting generalisiert. Allerdings, wir treffen uns dann häufig und
wenn es die Zeit zulässt auf beiden Seiten. Ich glaube, es ist eine Herausforderung jetzt in der Zeit, sich quasi online nochmal auf diese neue Ebene der Kommunikation einzulassen. Ich glaube, am Anfang ist es vielen Leuten schwer gefallen. Ich glaube, dann kam so eine Zeit, wo jeder gemerkt hat, okay, es funktioniert. Und jetzt trudeln bei mir so die ersten E-Mails rein, wo ich auch von meinen Kunden höre, ich sitze jetzt die vierte Woche im Homeoffice und so langsam nervt's. So langsam würde ich gerne mal wieder Leute sehen. Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Punkt. Glaubst du auch auf der anderen Seite, dass die ein oder andere Veranstaltung auch in der Zukunft eher virtueller abläuft? Oder glaubst du, da ist der Schritt ganz klar wieder in die Richtung, wir wollen auch Normalität, wir wollen den Menschen sehen? Was glaubst du? Kann man das ein oder andere aus der jetzigen Situation in die neue Welt oder in die nächsten Monate mitnehmen? Wie ist so da deine Einschätzung? Was erhoffst du dir, besser gesagt? Also ich merke ganz deutlich jetzt schon eine Tendenz natürlich hin Richtung We Go Digital. Ich habe Events gehabt, die eigentlich so nicht mehr hätten stattfinden können, die wir tatsächlich im digitalen Raum dann umgesetzt haben, sogar sehr erfolgreich umgesetzt haben, mit Uli Hoeneß zum Beispiel. Oder jetzt auch von einer großen Firma, mit der ich zusammenarbeite, eigentlich für Messen, die jetzt Livestreams, Webinare gestartet haben, da auch ganz neu sind und sich da erstmal zurechtfinden müssen und dann aber auch direkt merken von ihren Endkunden, aber auch von ihren Zwischenhändlern, ja, das ist eine gute Resonanz, die wir da zurückkriegen. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Trend, der sich, glaube ich, bei den Firmen auch festsetzen wird. Wie das Messen auf lange Sicht dann wieder ausbügelt und ausgleichen, das, was die Menschen sich jetzt auf digitalem Weg holen, das wieder quasi in diesen nicht virtuellen Raum zurück auf die Messe zu bringen, das wird, glaube ich, nochmal so eine Herausforderung werden. Trotz allem mit dem glaube ich, dass Messen etwas sind, das auch in 2021 und 2022 noch weiter am Start sein wird, weil die Menschen sich halt einfach treffen wollen. Das liegt in der Natur der Sache. Ja, das ist das sehe ich genau wie du. Ich freue mich auch genau darauf wieder, auch vor den Leuten zu stehen. Und, ja, total, ich auch. Ich sag in dem einfach Fall, was, oder? Ja, total. Also es ist nur die Art der Konversation hat was, dass sie aufrechterhalten werden kann, aber am Ende gibt es eben nicht genau das gleiche Gefühl, auch nicht emotional. Das ist eben genau das Ding. Eine andere Art, ja. Ergänzend, ja, definitiv und auch sinnvoll, aber ich glaube, der Mix ist am Ende entscheidend und den gilt es halt auch dann vielleicht besser auch reflektieren zu können, genau nach der Krise. Gebe ich dir im genau recht. Zusammenhang sage ich ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses kurze Interview, um mal so ein bisschen über deine Sicht der aktuellen Dinge zu sprechen. Ich danke dir. Ja, sehr, sehr gerne. Und deswegen, ich sage danke an dich, Maxi, und ich für alle anderen, ja, bleib gesund aktuell. Und ich hoffe, wir sehen uns entweder virtuell oder dann auch wieder ganz normal auf Veranstaltungen. Und in diesem Zuge sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Tschüss.